So, Chat, wir können aber mal. Verkaufen wir das alles hier oder schmeißen wir es erstmal nur raus? Erstmal nur raus. Falls es wieder ein Umbruch kommen muss. Ja. Herr Kräuf könnte man generell mal aufheben, oder? Auch wahrscheinlich spielen. Ja. Wer waren jetzt unsere Sechser? Ah, Kammerwinger war halt auch geil, ne? War richtig stark, war ein geiles Team. Wir machen erstmal einen Test hier. So. Also, ganz klar, müssen wir einen Fred auf der 6 spielen und einen Cravy, oder? Ja, das wäre schon wild, ne? Oh, Nepp, verschenkt 5, vielen Dank. Weil ganz ehrlich, mit vorne im Sturm 5 Sterne Skills. Ja, brauchen wir. Können wir sogar lassen. Ja, ne? Ja, können wir lassen. Wir müssen aber auch eh umstellen. 4, 5, 1. Boah, ich muss aber auch mal pissen gehen. Ich mach mir dann die Hose. Ich mach schnell pingeln. Zaha brauchen wir und Anthony brauchen wir. Haben beide 5 Sterne. Sagst du? Ja. Jungs, wie bauen wir das Projekt? Ja, okay, dann ist dann Anthony auf jeden Fall. Das wird ja auch so schon mal gehen. Dann haben wir eigentlich hier gesagt Timber, ne? Dass wir den noch eins sacken. Aber der sieht halt auch brutal aus. Also da bin ich auch echt mal gespannt drauf. Ah nein, ist der falsche. Timber hatten wir doch, oder? Chat, hatten wir nicht Timber? Haben wir den nicht gezogen, ne? Nein. Tatsächlich nicht. Haben wir nicht gezogen. Es wird aber so problematisch, ne? Da brauche ich jetzt schon hier gut, vorne eigentlich einen. Rechts diesen Masraoui, ne? Ja, aber LV. Für den Bruder halt. Wir könnten vorne CR7 spielen. Du hast den doch. Nee, den Footburst. Ja, wir machen hinten halt was anderes. Mitchell LV. Den stellen wir mal noch in die IV halt. Kräuf tauschen, du kannst Kräuf noch. Toti CR7 nicht. Mhm. Burste, wenn dann. Boah, Saint-Maxime hätten wir halt auch noch, aber den kriegen wir vorne rein. Oder ein Dembele halt, ne? Was hatten denn die vom Totzenstürm, aber nichts Gescheites, ne? Suarez? Ja, aber das ist nix. Das ist nix. Hier, wo du weiter, ich baue Kopf. Chat, was machen wir hier? Boah, das ist halt echt. Was meinst du, Kräuf, wohin? Na, nee, bringt ja auch nichts. Egal, jetzt wo wir den hintauschen. Gut, wir könnten, selbst wenn wir das ja rüber machen, bringt ja nichts. Formation ändern. Fred Linker, ZOM. Link zu Sahara. Ah, ja, ja. So, das kann man so machen. Ja, gut, ändert doch aber auch nichts. Nee, nicht groß. Ah, Stein ist jetzt auch mit einem Squad-Stream. Stark. 4-3-3 mit Fred im Sturm. Okay, gucken wir mal. 4-3-3 mit Fred im Sturm. Ja, perfekt. Das ist korrekt. Das ist korrekt, Chat. Easy, das ist der schon mal durch. Das sieht doch schon mal gut aus. Das sieht doch schon mal gut aus. Uns fehlt aber jetzt noch ein Stürmer. Ja, perfekt. Wir könnten ja einfach. Stürmer sind wir jetzt eigentlich, wir könnten diesen Mitchell dahinter stellen. Dann können wir. Ja, wir brauchen noch einen offensiven. Ja, wir brauchen noch einen Stürmer. Ach, Saint geht jetzt wieder, ja, über die, genau, Außen. Genau. Ja, im Sturm müsste er doch dann, ja, spielen. Da können wir Saint hier reinstellen, Chat. Und IV-technisch, was hat man da Krankes noch? Dieser Cody war kacke. Laporte sieht eigentlich auch gar nicht schlecht aus, ne? Mit 90 Pace. Ja, Laporte sieht krass aus. Könnten wir Laporte mitnehmen. Und dann müssten wir jetzt schon De Gea reinstellen. Oder eigentlich auf ganz abgehoben nochmal Casillas. Ja, der hat uns eh gut gefallen. Ist jetzt zwar halt nicht so das kreativste, nee, Team. Nee, aber jetzt halt die. Aber für die WL zählt eigentlich auch nur gib ihm, ne? Das wäre halt krank, Chat, ne? So wäre easy. Wie gesagt, kreativ. Darf ich das Team kreativ nennen? Digga, können wir mal darüber reden, dass ihr einfach vor der 125k Lightning schon 27 Tots gezogen habt, krank, ne? Und du, man muss halt auch wirklich festhalten, dass wir die geisteskrankesten bis jetzt schon gezogen haben. Klar, so ein Suarez ist noch nett, aber es war ein Zaha dabei, es war ein Fred dabei, es war ein Anthony dabei. RV nicht so geil. Ja, wen haben die noch? Gnabry haben wir auch noch gezogen. Boah, ich finde, die schmecken sehr, sehr gut, die neuen Level-Up-Drinks. Sind zwar süß, aber haben Zero Zucker, also ich finde, mir schmecken die sehr gut. Bis jetzt aber finde ich, Bubble Boom ist am geilsten. Schmeckt wie früher dieses Bum Bum Eis. Ja, ist jetzt halt kreativ, Chat, aber wir wollen ja halt viele Tots einbauen, ne? Es fehlt nur noch Adeyemi. Naja, kostet leider nicht so viel. Wir gehen mal hier auf Special. Ja, der sieht halt eigentlich auch wild aus, ne? Der hier ist noch krass. Was wir da alles gezogen haben. Gnabry. Gerard Moreno, gut, spielen wir safe nicht. Könnten halt, der sieht halt wilder aus, aber den kriegt man halt nicht rein. Wir müssen diesen Masraoui spielen, Chat. Müssen es eigentlich so machen, ne? Aber den kann man ja auch mal testen, so ist ja nett. Tausch Saint. Nein, keine Aller, Chat. Ja, der sieht wild aus, aber den kriegt man nicht rein. Was ist denn der wert?
4-3-3 die dritte. Ja, und dann bei 4-3-3 die dritte, was ist ja, bringt uns doch nichts, oder? Bringt uns doch gar nichts, Chat. Also was ändert jetzt 4-3-3 die dritte? Kravensberg ist durch, zockt sie doch ganz so schlecht aus. Ich würde es mal testen. Im Sturm Aller? Nein. Nix Aller. Aller ist Klotz. Ändert doch an der ganzen Sache nichts. Overlinked? Ja, das ist doch scheißegal. Geht doch nur darum, dass wir alle tot spielen. 4-3-3 nochmal. Sangrer für Kravensberg. Kravenberg? Nein, macht auch keinen Sinn. Wir wollen ihn hier spielen, Chat. Was habt ihr dagegen? So ist doch gut. 5 Minuten wieder Lichtrunde, ne? Wie gesagt, es ist jetzt, es geht jetzt ja darum, wie kreativ das Team denn sein soll. Ach, haben wir da keine mehr? ST zu MS haben wir nichts mehr. Es ging jetzt eher darum, dass wir die ganzen Tots mal reinbringen.